herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde, und wir werden heute einen richtigen Maler-Lifehack machen. Und zwar gucken wir uns erstmal an, wie es nicht geht. Da genau wie in dem Video vom Amerikaner ein Loch in den Deckel geschnitten, außer ein bisschen Klebeband zum Verfestigen, dann einen Steckbügel genommen, den Deckel. So, Freunde, wie ihr sehen konntet, bringt ein Cuttermesser in diesem Fall erstmal überhaupt nichts. Und jetzt dazu, wie es erstmal richtig gemacht wird. Ihr braucht als allererstes erstmal eine Pringles-Dose für eure Rolle, dann halt Bügel und natürlich dann halt eine eingesäuerte Rolle. Und wir werden es nicht mit einem Cuttermesser wie in dem Video machen, sondern richtig, und zwar mit einem Akkuschrauber und einem sogenannten Bohraufsatz. Ich habe hier in meinem Fall die Größe 10 für die Bügel von Storch. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Als allererstes nehmen wir den Deckel von unserer Pringles-Dose und da werden wir jetzt ein Loch hineinbohren, genau in der Mitte. Das sieht dann ungefähr so aus. Als nächstes werden wir unseren Deckel dann durch den Bügel stecken. Damit das ungefähr so aussieht. Dann nehmen wir uns halt eine Rolle und streichen dann unser Objekt, was wir denn eigentlich streichen möchten. In diesem Fall habe ich hier jetzt eine eingesäuerte Rolle, die stecke ich drauf, um das einfach nur zu demonstrieren. So, Freunde, hier haben wir jetzt unsere Rolle, wie es eigentlich sein soll auch. So, damit könnt ihr jetzt erstmal ganz normal streichen, einfach mal provisorisch über die Fläche. Und wenn ihr dann fertig seid, jetzt kommt's, nehmt eure Pringles-Verpackung und zack, Freunde, das war's. Und so könnt ihr die dann aufbewahren und die Rolle wird einfach nicht hart. So, und so wird es richtig gemacht und nicht irgendwie mit einem Cuttermesser hier rumgeschnitten oder sonstiges. Das war's mit dem Lifehack, mit dem Video. Und ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.